Die Plätze im großen Hörsaal der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege reichten kaum aus, als Direktorin Dr. Marion Rauchert den Tag der offenen Tür eröffnete. Aus ganz Mecklenburg-Vorpommern waren junge Leute gekommen, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Die Direktorin führte vier Gründe an, warum junge Leute unbedingt an der Güstrower Fachhochschule studieren und lernen sollten. Also ich denke, dass zum einen die besondere Praxisnähe unserer Ausbildung und Studiengänge eine große Rolle spielt. Zum zweiten, dass wir eine Ausbildungsvergütung von ungefähr 1.100 Euro zahlen können, dass man sich auch richtig auf die Bildung konzentrieren kann. Zum dritten sind wir eine relativ kleine Hochschule mit ungefähr 700 Auszubildenden und Studierenden und 76 Mitarbeitern im Dozentenbereich. Wir können sehr individuell betreuen und haben deswegen auch eine relativ geringe Abbrecherquote. Und der vierte Aspekt ist, dass unsere Absolventinnen und Absolventen fast hundertprozentig die Garantie haben, anschließend übernommen zu werden, sodass sie auch tatsächlich unbefristete Vollzeitarbeitsverträge bekommen. Die Schule hatte ein umfangreiches Programm vorbereitet. Da wurden Schnuppervorlesungen angeboten, die Interessenten konnten Seminarräume besichtigen oder sich einem schriftlichen Test bei einem simulierten Auswahlverfahren unterziehen. Die Polizei demonstrierte Selbstverteidigungsübungen, stellte die Ausrüstung vor oder gab Einblicke in kriminalistische Arbeit. Für Lehrer und Eltern stand eine Sprechstunde zur Berufsorientierung und für Einblicke in den Studien- und Ausbildungsalltag auf dem Plan. Vertreter der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft und der Wohnungsgesellschaft informierten die künftigen Studenten über Wohnmöglichkeiten in der Balachstadt. Premiere hatte das erste von vier Werbevideos, die in den nächsten Wochen auf YouTube zu sehen sind.